Bringt jetzt etwa erst die Sachen in das Lager aus und dann gehen sie zur Baustelle. Mein Gott, ist das unnütz und umständlich. Aber gut, Hauptsache sie kommen unterm Strich irgendwann an. Das muss sofort aus. So, Steine sind schon alle da, schön. Feind in Sicht. Und die letzten Nachzügler. Gut, dass ich nicht direkt wieder zurückgerannt bin. Wobei, wer weiß, ob das die letzten Nachzügler sind oder ein Teil der nächsten Welle. Sehr schön, die Runde ohne Verlust überstanden, wenn ich es jetzt richtig geguckt habe. Was gibt's? So, da noch neue Holzfäller hin. Ich fühle mich wie zu Hause. Warum macht er jetzt nicht mehr automatisch bei Baustellen mit? Das schließt sich mir gerade nicht so recht. Warum fragen die Leute mich immer nach dem Weg? Weil du den Weg vielleicht kennst, deswegen? Nur ein paar blaue Flecken. Niemand ist schneller als ich. Glückwunsch. Sehr gut, Baumstämme sind unterwegs. Und die Bretterproduktion startet endlich. Yay! Für ein bisschen mehr Personalpuffer sorgen. Bevor wir da den nächsten Engpass haben. Und das nächste Sägewerk steht. Wey. Das ist gar nicht schwer. Aber leider, im wahrsten Sinne des Wortes, steht. Denn die Produktion steht leider erstmal still. Achtung, Leute. Aber da haben wir unseren nächsten Holzfäller. Das ist schön. Entschuldigung. Spare ich jetzt erstmal für Lockvogel und Turm. Ich liebe diese Lieferung. So, gesagt, getan. Da ist der Lockvogel. Ich glaube, bevor ich das Lagerhaus hier baue, werde ich auch hier den Weg dicht machen. Nicht, dass der dann um die Ecke einfach kommt. Ich will einfach dafür sorgen, dass ich nur eine Front offen habe, weil ich möchte nicht wieder auf die Schnauze fallen. Das ist mein leichtester Auftrag heute. Ja, was jetzt? Sind die Waren schwer oder ist das dein leichtester Auftrag? Weiß sie wahrscheinlich selber nicht. Schade, ich dachte, hier bildet sich noch so eine schöne Brücke über die Straße, aber nö. So, her mit dem Türmchen. Ich glaube, so langsam aber sicher läuft es hier bei uns. Das ist mein leichtester Auftrag. Jetzt erstmal da den Steinbruch, einen Steinbruch hin, dass wir da auch wieder in die Produktion gehen.
Und wir kümmern uns jetzt hier hinten gleich um die beiden Steinminen. Ja, dass alle Wohnhäuser voll sind, das stört mich jetzt gerade wenig. Ich will, dass dieser Turm steht. Dann habe ich eine ganz, ganz große Sorge weniger. Lass mich durch. So, da kommt schon das letzte Baumaterial. Sehr schön. So, Steinmine. Fehlt jetzt noch? 6 Bretter brauche ich, okay. Beine, ich mache hier direkt eine Steinstraße hin, dass wir auch hier den Abtransport vernünftig gewährleisten können. So. Damit steht unsere Hauptdefense. Ja, ein zweiter Turm wäre mir eigentlich noch ein bisschen lieber, falls da eine größere Truppe kommt. So ein Bollwerk wäre ganz nett. Aber ich kümmere mich jetzt erstmal um den Nachschub an Steinen, weil bevor ich jetzt da den nächsten Engpass provoziere, der uns ja beim letzten Mal unter anderem auch das Genick gebrochen hat. Herrlich frisches Lüftchen. Ach, meine Werkzeugschmiede habe ich ganz vergessen wieder aufzubauen. Ich wundere mich schon, dass ich keinen Nachschub an Werkzeug habe. Lass mich durch. Ja, keine Sorge, die Straße kommt noch. Das muss sofort ausgeliefert werden. Und da ist auch schon die Straße für dich. Wey! Lass mich durch. Dann geht mal schön Gas mit der Produktion. Und dann wird das Ganze auch was. Hoffe ich. Schätze ich. Denke ich. Weiß nicht. Ich liebe diese Lieferungen. Oh, warte mal. Hier haben wir noch nicht alles eingenommen, sodass er nicht mehr ins Holz rankommt. Okay, gut, dass wir den Förster schon stehen haben. Warum fragen mich die Leute immer nach dem Weg? Rekrutierung abgeschlossen. Du hast noch 72 Steine um die Ecke, das ist okay. Reicht uns erstmal. Keine Sorge, du wirst jetzt gleich auch wieder Bäume haben. Verstärkung ist eingetroffen. Die ist da eingetroffen. Dann warten wir mal, wo sie aufschlägt. Ich vermute eher, dass sie hier oben hinkommen wird, jetzt wo wir hier unser Türmchen stehen haben. Ich wäre geneigt, hier noch so ein Bollwerk hinzusetzen.
glaube, ich kümmere mich erstmal um den Bereich hier unten, dass wir an die Fische rankommen. Ich sollte mal zum Ausbildungsgelände gehen. Dann machen wir hier nochmal zwei Sammlerhütten hin. Fangen schon mal an, Getreide anzubauen. Mein leichtester Auftrag heute. Ne, ich glaube, der kommt doch zu uns, sonst wäre er vermutlich schon da. Haben wir eigentlich gar keine Jagdgründe hier in der Nähe oder bin ich einfach nur blind? Ich glaube, wir haben nicht wirklich was. So, Gebietsvergrößerung abgeschlossen. Dann mach doch mal da die Lücke noch zu, bitte. Und wir holen uns hier den besagten Fisch. So, da passt hier noch ein Gebäude rein. Was da reinkommt, weiß ich noch nicht. Feind in Sicht. Da ist er ja schon. Dann wollen wir gucken, ob das eine Türmchen ausreicht. Da fällt schon der erste um, sehr gut. Ja, für den aktuellen Stand reicht das tatsächlich. Aber ich glaube, ich möchte trotzdem ein weiteres Türmchen da früher oder später hinstellen. Denn die Angriffe, die werden ja nun mal leider nicht kleiner, ne? Und das reicht jetzt auch so gerade. Also ist nicht so ganz knapp, aber ein bisschen mehr Puffer wäre mir deutlich lieber. So, was als nächstes ist die große Frage. Gott sei Dank benutzt den Karren, das ist sehr schön. Ich habe leider immer noch einen sehr großen Mangel an Brettern, das finde ich nicht gut. Ich liebe diese Lieferung. So, dann kommt da ein Bollwerk hin, später. Das sollte dann auch auf Dauer genügen an Verteidigung, denke ich, an der Stelle. So, und wie gesagt, wir brauchen dringend mehr Personal, deswegen brauchen wir mehr Wohnhäuser. Oh, da ist jetzt nicht mal mehr einer in der Lage, so Sachen abzuholen. Das ist in der Tat sehr schlecht.
Ja, noch prognostiziert, dass das passieren, dass ich nicht möchte, dass es passiert, und jetzt passiert's. Ein Engpass an Personal. Aber gut, ihr Lieben, wir machen an der Stelle einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, Tschüssikowski.